So, ganz herzlich willkommen hier im vierten Teil meines Let's Plays von Rescue 2013, die Simulation. Ja, wir sind jetzt hier wieder und wir hatten das letzte Mal nicht so ganz fertig gekriegt. Oder wir waren, ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe das jetzt länger nicht mehr gespielt. Es gab ja jetzt auch letzte Woche das ganze Video entfallen. Ne, vorletzte Woche. Und jetzt letzte Woche auch ein Video und das ist alles momentan ein bisschen schwierig, aber ich versuche da jetzt wieder in Schwung zu kommen und dann jeweils an den bestimmten Tagen dann auch ein Video ja, zu machen. So, wir sind jetzt hier wieder in unserer Feuerwehrwache und schauen mal, was hier so geht. Wir machen jetzt erstmal hier Alarmbereitschaft. Aha, väterlicher Rat von Reinhard Engel. Einige hier fällt es schwer, sich an unseren Alltag zu gewöhnen. Ich werde Ihnen zeigen, wie der Hase läuft. Dann sollten Sie es leichter haben. Okay, der dient Ihnen jetzt als Vaterfigur. So, ich habe mit. Ja, die halten noch etwas durch. Der letzte Vortrag über die Arbeit in der Leitstelle hat mich wirklich interessiert. Ich würde gerne mehr Arbeit mit der Einsatzplanung verbringen. Naja. Hier, der am Boxen da, ey. Oh, monatlicher Leistungsbericht. Aha. Also, wir Bilanz am Ende des Monats ist 11.860 Euro. So, eine neue Mission. Arbeitsunfall auf einer Baustelle. Im Dorf hat sich der Unfall zugetragen. Einige Dachdecker fielen von einem Gebäude, wohl aufgrund eines eingestürzten Gerüstes. Bei diesem Einsatz müssen Sie schnell medizinische Versorgung für mehrere Verletzte leisten. Schicken Sie also einen Rettungswagen mit Ihren besten Sanitätern. So, vorbereiten. Rettungswagen mit beiden Sanitätern. Einheiten weiter zum Einsatz. Fahrstraße 8. Einheit eingetroffen. Okay, hier ist die Einheit. Hier ist der Einsatzort. Versorgen und evakuieren Sie alle Verletzten ist der Einsatz. Klingt logisch. Wir haben 3 Minuten ungefähr Zeit. Hoffentlich kriege ich das hin, weil, wie gesagt, ich habe das länger nicht mehr gespielt. So, der soll eine Trage holen. So, jetzt muss der den hier erstmal untersuchen. So, dann schleppt er den jetzt ins Fahrzeug. So, dann nimmst du dir den Koffer. Und der fährt ins Krankenhaus. In der Zeit, wo der den er jetzt wegfährt, kann der den schon mal untersuchen. Der bleibt hier stehen. Und ja, wartet wieder auf den Krankenwagen. Hoffentlich kommt er jetzt auch schnell wieder, weil. So, da ist er wieder. Die kommt, glaube ich, direkt zum Einsatzort zurück, die Einheit. Okay. Wo ist er? Da kommt er. So, fahren wir da hin. So, der holt eine Trage. Verstanden. Du tust ihn. Verstanden.
gespannt. Du tust da mithelfen. Ja. Jetzt tust du den rein. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Jetzt steigen die mit ein. Gespannt. Ja. Gespannt. Ja. So, fertig. Sind hier noch irgendwie welche? Ne, das war's. So, hier fährt der Krankenwagen. Okay. Hätten wir das. So, sie haben den Einsatz erfolgreich abgeschlossen. 250 haben wir benötigt, haben Einsatzeinkommen von 1600 Euro. Fazit, die Arbeiter trugen Helme mit Kinnriemen, wodurch ihre Köpfe beim Aufprall etwas gestützt waren. Dennoch erlitten sie schwere Verletzungen und die Brüche, besonders im Schulter- und Brustbereich. Beide konnten die Intensivstation jedoch bereits verlassen. Die Ehefrau einer der Arbeiter würde ihren Sanitätern gern für ihre exzellente Arbeit danken. Fortfahren. Ja, ist doch super. Wir müssen mal gerade gucken. Der ist in der Leitstelle hier. Der wollte. Der kommt jetzt hier rein in die Leitstelle. Der kommt. Fähigkeiten. Kommt der jetzt mal in den Fitnessraum? Der hier? Da. Der ist im Fitnessraum. Aber der ist ja eigentlich ganz gut. Dann kommt der halt in eine Wartungshalle. Und der ist in der Kantine ganz gut aufgehoben. Jo. Jetzt können wir mal gucken, ob wir uns ein Fahrzeug kaufen. Ich würde einfach nochmal so ein zweites holen. Mit so sexy Streifen hier so. So. Holen wir das mal und dann noch ein RTW. So, dann haben wir da wieder genug. Personal können wir auch noch einstellen. Na, tun wir den mal einstellen. Okay, haben wir wieder neues Personal hier. Da ist der eine. Machen wir eine neue Einteilung hier. Hier sind unsere Fahrzeuge. Okay, ja, Personal. Der hier kommt in den Schulungsraum. Und der hier kommt in eine Kantine. Warte mal, wie viele sind denn jetzt in der Leitstelle? Weil da müssen auch genug hinkommen. Leitstelle, zwei Leute. Nein, der soll nicht da rein. Der soll, warte mal. Der hier kommt in die Wartungshalle, genau. So, wollen wir Alarmbereitschaft herstellen. Also, Halle hier ist schon bald voll. Mal anbauen.
Medienrummel. Chef, ein Reporter einer Lokalzeitung will einen großen Artikel über unsere Wache schreiben. Wir könnten dadurch eine zusätzliche Einnahme bekommen. Es dürfte auf Dauer aber ganz schön anstrengend sein, sich die ganze Zeit um den Reporter zu kümmern. Nee, mach mal nicht. Kackreporter da, was wollen wir hier mit so einem Reporter im Haus? Formular ausfüllen. Mir wurde gesagt, dass ich ein Formular. Wahnsinn. So, ein neuer Alarm. Feuer im Abstellraum. In einem Wohnblock wurde ein Feuer gemeldet. Offenbar steht der Abstellraum im Erdgeschoss in Flammen. Es besteht die Gefahr, dass das Feuer nach oben zu den Wohnungen ausbreitet. Wir müssen die Feuerwehr da so schnell wie möglich. Wir müssen das Feuer daher so schnell wie möglich löschen. Okay, wir nehmen jetzt. Das Fahrzeug und. So. Fahren wir mal mit beiden hin. Ach, wir brauchen so einen kleinen Dingsschlauch hier, so einen Verteilschlauch. So ein da. Oder? Scheiße. Ja, aber ist das so oder nicht? Ja, oder ich glaube, das ist so ein. Genau, das ist so ein direkt abrollbarer. Feuerlöscher kannst du holen. Ja. Boah, wir haben fast keine Zeit. Kannst du, glaube ich, auch einen anschließen, oder? Aufstellung in Vorbereitung. Ja. Du schließt ihn jetzt da an. Ja. Hat der denn jetzt einen Feuerlöscher? Ja, der hat einen Feuerlöscher. Dann geht er rein. Ja. Du nimmst jetzt auch noch so ein. Ja. Es wäre nicht möglich, das aufzuführen. So. Ja. Sind die hier alle am Löschen? Das ist ja schon mal gut. Im zweiten Schock sieht es noch gut aus. Brennt da irgendwas? Nö. Ah, super, einwandfrei hier. So, 2,31 haben wir benötigt. Einsatzeinkommen 1.700. Sie sollten eine gründliche Sicherheitsinspektion der benachbarten Wohnblöcke einleiten. Anscheinend stapeln einige Mieter ihre Besitztümer in den Gemeinschaftsräumen und lassen sie dort jahrelang liegen. Die Feuerwehrleute sind auf allerlei Dinge gestoßen, von Farbeimern bis hin zu Heizungen. Jo. Dann machen wir das halt. Okay, wir haben herzlichen Glückwunsch. Sie wurden zum Brandamtsrat befördert. Nur neue Reserveeinheit verfügbar. Reservelöschfahrzeug. Aha, ein neues Fahrzeug ist verfügbar. Ein Vorausrüstwagen. Der Vorausrüstwagen ist eine Schnellreaktionseinheit, die hauptsächlich bei Verkehrsunfällen genutzt wird, um den Unfallort schnell zu erreichen. Wenn Opfer in einem verunglückten Auto eingeschlossen sind, zählt jede Minute. Dieses Fahrzeug kann nun in der Fahrzeughalle gefunden werden. Und wir haben einen Rüstwagen. Das haben wir noch nicht bekommen, das können wir aber im Fahrzeugshop erwerben. Ja, ist ein riesiger fahrbarer Werkzeugkasten, okay. Ach, der Leberjord, noch ein Wassertankfahrzeug.
Ja, es ist halt, wie der Name schon sagt, mit einem Wassertank ausgestattet. Guck mal, wie viele Fahrzeuge wir haben, ey. Noch zwei freie Stellplätze, dann müssen wir anbauen. Ist ja Wahnsinn. Kann man ja eigentlich erweitern. So, können wir hier irgendwas kaufen? So einen hier. Ne, 8000 haben wir zu wenig Geld. Müssen wir irgendwas anderes machen? Sind alle eingeteilt? Guck mal, die Kantine hier sind so schön am. Guck mal, der eine ist am Essen, der andere trinkt einen Kaffee. Das ist nicht der hier richtige Küchenchefs, ey. So, ich wollte gerade sagen, wir sind am Ende dieser Folge. Das kommt jetzt aber gerade noch. Meine Arbeit nervt. Ich hasse meinen Job, meine Kollegen und diese Feuerwache. Ich brauche etwas Zeit für mich. Das tut mir wirklich leid. Hast du gelitten? So, also, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Nämlich in der fünften sehen wir uns dann. Oh Mann! Gut geölte Maschine. Chef, ich wollte nur einmal erwähnen haben, wie sehr diese gut gewarteten Gerätefahrzeuge zu schätzen weiß. Okay, dann kriegt ihr hier ein Wartungslevel angehoben. Ist super. Ich sage bis zum nächsten Mal hier auf Lordiol P. Tschüss.